Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und keine Sorge hier, unser T-Rex, der ist nicht tot, der schläft nur, der ist betäubt. Ihr hört ja die Atmung, ihr seht die Lunge. Ja, ich musste ihn vorhin betäuben, weil er leider aus seinem Gehege ausgebüxt ist, als ich hier so ein paar kleine Anpassungen und Änderungen vorgenommen habe. Denn ich habe wieder fleißig eure Kommentare gelesen und habe auch davon die ein oder andere Sache umgesetzt, weil ihr habt wieder sehr, sehr gute Vorschläge geschrieben. Unter anderem hat sich hier vorne das Ganze geändert. Einige von euch haben nämlich geschrieben, ich soll hier den Asphalt wegmachen und dafür den Asphalt nur im Tunnel. Und ich finde, das sieht auch auf jeden Fall besser aus. Ja, definitiv. Also es war ein sehr guter Vorschlag von euch. Und der Asphalt beginnt jetzt sozusagen erst hier beim Tunneleingang. Dort habe ich auch nochmal so einen kleinen Zaun vorne weggemacht, damit der Übergang zum Asphalt ein bisschen schöner aussieht. Finde ich ganz cool jetzt. Ja, es haben auch noch ein paar geschrieben von euch, dass wir das ja irgendwie einzäunen müssen, weil sonst die Kompis abhauen. Aber ich habe momentan mal so geguckt, also die haben sich noch nicht weit weg bewegt. Und ich habe jetzt hier schon ja, ein paar Minütchen gebaut. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum die sich hier wegbewegen sollten. Weil die haben hier Trinken, die haben Fressen. Und ich glaube, gerade bei so kleinen Dinosauriern, da hält das Trinken und Fressen sowieso nicht lange an. Das heißt, die werden sehr, sehr häufig trinken und fressen müssen und haben deswegen, glaube ich, nicht viel Grund, hier diese Gegend zu verlassen. Ich glaube, das ist so am besten, wenn wir hier jetzt nicht groß noch das Ganze einzäunen. Weil ihr müsst halt überlegen, das wird dann auch wieder alles schwieriger, ne? Weil dann müssten wir hier irgendwie einen Zaun langziehen. Dann müssten wir hier wieder irgendwie ein Tor einbauen, weil ja hier die Tour durchgeht. Hier vorne müssten wir das dann irgendwie noch verbinden. Dann hier hinten vielleicht noch eine Zaunverbindung. Ich glaube, das wäre alles viel zu kompliziert. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Kompis sich hier in dem Bereich dann aufhalten werden weiterhin. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann, die können sich gerne hier frei in meinem Park bewegen, habe ich jetzt gar nicht so viel gegen. Was sich noch geändert hat, ich habe hier vorne die Strecke jetzt doch so ein bisschen näher an den Zaun gemacht, auch hier vorne. Einmal so komplett entlang. Finde ich ein bisschen schöner, das sieht ein bisschen gleichmäßiger aus, auch wenn es ja von den Screenshots dann nicht ganz so hinkommt. Wobei das ja auch schwierig ist, ne? Sieht auf dem einen Screenshot ja sehr perspektivisch aus, also es könnte wirklich so gewesen sein. Ich finde es auf jeden Fall schöner so, deswegen habe ich das Ganze so gemacht und dann kommen wir hier gleich schon zu der nächsten Sache. Denn es war ja auch noch die Frage im Raum wegen dem Futterspender, weil ja der Tyrannosaurus Rex hier oben gar nicht hochkommt, weil die Ziegen ja immer weglaufen. Und das ja ein bisschen schade ist. Wenn man dann hier langfährt, will man ja auch den T-Rex hier oben auch erleben dürfen, so wie es im Film ist. Und deshalb, ja, ein paar von euch haben geschrieben, ich soll den Futterspender einfach austauschen. Ein paar haben auch geschrieben, ich soll den anderen einfach daneben platzieren. Und ich finde, glaube ich, die Variante mit dem daneben platzieren ein bisschen besser, weil wir dann wenigstens noch den Originalfutterspender wie im Film haben. Und wir fügen sozusagen jetzt einfach noch eine kleine Sache hinzu, was ich gar nicht so schlimm finde. Wir den auch versuchen, so ein bisschen entfernt von dem anderen zu machen. Einfach in der Hoffnung, dass man den dann nicht so störend sieht in der einen oder anderen Stelle, wenn wir das Ganze später nachstellen werden. Weil wenn der Park fertig ist, werde ich auf jeden Fall versuchen, für euch das Ganze nochmal so möglichst nah wie im Film nachzustellen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ist ja auch gar nicht mehr weit, ne? Also die wichtigsten Dinosaurier-Szenen haben wir fast alle abgearbeitet. Aber es kommen auch noch so ein paar andere Sachen, weil wir müssen auch noch die ganzen Facilities und Anlagen und sowas bauen, wo sich dann die Mitarbeiter aufhalten. Ich weiß gar nicht, wie wir das platztechnisch später machen sollen. Wir haben noch einiges hier zu tun. Es wird noch ganz schön viel Arbeit, glaube ich. Aber ich freue mich da sehr drauf. Das wird richtig cool. Und das Projekt macht euch ja auch sehr viel Spaß. Oh, ach, passt schon erstmal. Ich werde das Gehege sowieso gleich noch ein bisschen umgestalten, weil gerade hier im hinteren Bereich gefällt mir das noch nicht so gut. Oh, niedrige Gesundheit. Oh, oh. Oh, ich muss mich um Rexy kümmern, dass er wieder in sein Gehege kommt. Das machen wir mal schnell. Dass er hier verhungert. Kann er gleich mal seinen neuen Futterspender ausprobieren. Produkt wird eingesammelt. So. Und der alte müsste doch auch noch irgendwo hier rumstehen, oder? Haben wir den entfernt? Ne, den habe ich schon entfernt. Das heißt, er muss jetzt wirklich zum Fressen nach hier oben kommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das können wir uns jetzt eigentlich gleich direkt mal angucken. Ich fahre da mal eben mit einem Auto hin. Und dann kommt hoffentlich gleich der Rexy. Und jetzt haben wir das Ganze sogar fast wie im Film, nur dass der Jeep da vorne noch steht. Und jetzt ist der Rexy hier auch am Zaun zu sehen. Das ist schon mal ganz cool. Natürlich wäre er von der Position her da links besser aufgehoben, weil das ja so eher die Stelle ist, wo er dann später durch den Zaun gebrochen ist. Aber dann haben wir halt nicht mehr diesen Original-Ziegenfutterspender. Deswegen werde ich die, denke ich mal, nicht austauschen. Aber es ist jetzt schon mal cool, dass man ihn hier wenigstens zu Gesicht bekommen kann, wenn man dann hier lang fährt später. Weil er muss jetzt nach hier oben kommen, um zu fressen. Wenn er sich nicht die ganzen Ziegen unten snackt, ne? Das weiß man halt nicht. Aber normalerweise kommt der Rexy dann ja auch hierher, um dann hier sein leckeres Fleisch zu fressen.
Das ist schon cool. Oh Gott, was mit seinem. Alles klar. Was scheint da schief zu laufen? Sein Schweif war gerade ein bisschen vertüdelt. So, aber wir haben noch ein paar Sachen sogar, bevor wir jetzt hier wieder anfangen können, weiterzubauen. Ich werde erstmal hier die Ruhe durchlassen. Und jetzt hier nicht so eine Blockade machen. So. Können Sie gleich weiterfahren. Die Compies haben nämlich auch noch sehr, sehr schöne Namensvorschläge von euch bekommen. Hier sind sie gerade alle am Chillen. Ich mache mal auch hier kurz, zoome ich mal ein bisschen ran, damit man sie überhaupt mal zu Gesicht bekommt. Die kleinen Racker. Sind ja auch so winzig, ne? So, da seht ihr sie. Ist doch sehr, sehr süß. Und jetzt blende ich mal für euch alle Kommentare ein, die sich hier in meinem Zoo verewigt haben. In meinem Zoo, sage ich schon. In meinem Park verewigt haben. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr schöne Namensvorschläge. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass ihr hier ein Bestandteil auch von meinem Park sein dürft. Oh, wie süß er sich freut. Die Kompis sind schon sehr, sehr nice. Ach, niedlich. Okay, eine Sache gibt es auch noch, Leute. Ich habe nämlich noch eine Mod installiert. Die habe ich euch auch letztens in einem Video präsentiert. Welche Mod das ist, verlinke ich euch mal eben unten in der Videobeschreibung. Also ich mache einfach einen Link rein zu dem Video, wo ich euch die vorstelle. Das ist nämlich eine Jurassic Park-Mod, wo viele Dinosaurier nochmal so ein bisschen mehr an das Original angepasst wurden. Hier der Anki, der Baryonyx und so weiter und so fort. Ihr könnt euch einfach das Video in der Videobeschreibung angucken und dann solltet ihr über diese Mod bestens informiert sein. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt nicht viel geändert. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt und ich würde sagen, jetzt können wir weiterbauen. Wir widmen uns auf jeden Fall als erstes hier diesem Bereich hier vorne. Die Idee fandet ihr alle sehr, sehr cool mit dem Parkplatz und dieser kleinen Station. Allerdings ist natürlich die Umsetzung noch nicht ganz ideal, muss man sagen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Und wir müssen auch überlegen, dass wir hier vorne schon mal eventuell das Tor auf dieser Seite oder sowas einbauen für den Rückweg. Weil der Rückweg wird eigentlich. Ja, wir müssen den sogar fast hier schon machen. Weil hier in der Mitte können wir nicht durch, weil hier ist unsere Brachiosaurus-Wiese. Da dürfen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen wirklich hier vorne schon den Eingang auf der Rückseite auch berücksichtigen. Und natürlich müssen wir hier diese gesamte Station umbauen. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier das mit dem T-Rex-Gehege einfach mit diesem Zaun hier verbinden. Ich glaube, dann sieht das nämlich nochmal ein bisschen nicer aus. Das heißt, wir haben viel Arbeit vor uns. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Kann übrigens gut sein, dass der Rexy gleich wieder ausbüxt hier. Ach, deshalb so wild. Ich mache jetzt hier mal den Zaun auf. Sonst können wir nicht vernünftig arbeiten. Das passt schon. Hier das T-Rex-Gehege werde ich gleich auch noch ein bisschen umgestalten. Wenn der T-Rex gleich ausbüxen sollte, müssen wir ihn eben ganz schnell betäuben. Aber das macht ja rein gar nichts. Sieht ja schon mal eigentlich ganz gut aus. Hier so ein bisschen schräg. Vielleicht können wir die Strecke hier mal ein bisschen gerader noch gestalten. Ich glaube, ich mache auch hier vorne nochmal Asphalt hin. Dann können wir nämlich. Ja, ich habe eine gute Idee. Wir machen hier Asphalt hin. Und wir dürfen jetzt hier nicht zu nah rangehen, weil wir müssen auch überlegen, der Parkplatz muss ein bisschen hier weg, weil sonst immer das vordere Tor offen steht. Ich glaube, ich mache nämlich hier vorne nochmal so einen kleinen Übergang hin, wo dann später die Tour durchfahren kann. Im T-Rex-Gehege. Mache ich ungefähr so, wie ich ihn beim letzten Mal auch schon gestaltet hatte, den Übergang. Machen wir erstmal das Stück so. Verbindung gleich können wir da immer noch machen. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ist sogar fast zu groß für die Größe vom Übergang her. Also hier sollen die dann später rüberfahren können. Das mache ich dann mit so einem Dirtweg einfach. Das kennt ihr ja schon. Oh, das habe ich ein bisschen großes Tool ausgewählt gehabt. So in etwa sieht das doch schon ganz gut aus. Dann können wir hier nochmal ganz kurz Gras hin machen. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich vorhabe. Und hier vorne möchte ich dann den Eingang in das T-Rex-Gehege eigentlich machen. Dass wir glätten hier nochmal ganz kurz über. Das können wir gleich immer noch wieder hügeliger machen. Weil ich werde jetzt hier den T-Rex-Zaun direkt abgehen lassen. Nicht zu nah, auch nicht zu weit. Müssen wir mal eben schauen von oben. Ich denke mal, so ist das vom Abstand schon in Ordnung. Der Rexy büxt natürlich geradeaus. Kann ich ihn mal eben betäuben? So, betäuben wir ihn mal, bevor er jetzt hier komplett abhaut oder irgendwelche Dinosaurier frisst. Das möchte ich ja nicht unbedingt. Hier kommt jetzt noch einmal das Tor rein. Wir haben ja auch die Auswahl zwischen Blau und Rot. Aber ich denke mal, wir werden Rot beibehalten. Finde ich ein bisschen schöner. Machen das auf jeden Fall so rum, weil hier das Danger-Schild ist. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, jetzt ist es einigermaßen gerade. Wenn nicht, kann ich es gleich auch noch korrigieren. Ich nehme jetzt hier erstmal den Weg rüber.
So. Und hier vorne soll dann direkt der Parkplatz enden. Das ist zumindest jetzt mein Plan. Das ist dann ganz cool, glaube ich, weil dann können die Jeeps direkt vom Parkplatz da in das Gehege fahren. Und vielleicht können wir auch später hier noch einen Weg abgehen lassen. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Relativ gerade. Und jetzt müssen wir dann später den Parkplatz hier noch verlegen und hier einen sehr schönen Übergang machen. Wir können hier auch noch ein schönes Tyrannosaurus Rex-Schild eigentlich hin platzieren. Wo haben wir den denn da? Das kann hier auf jeden Fall auch noch hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir das bis hier vormachen oder hier hinter. Eigentlich hier hinter, ne? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Wir könnten auch ein großes Schild hier hinstellen, aber ich glaube, das große wäre halt kein spezielles Tyrannosaurus Rex-Schild. Das wäre dann halt das hier. Das sieht eher aus wie ein Spinosaurus. Nehmen wir doch lieber das T-Rex-Schild, auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Da haben wir das. Die rechte Seite eher. Ich glaube, ich packe das rechts hin. Ein bisschen schief. Kann man das auf der Natur nochmal sehen. Da geht es dann zum T-Rex-Gehege. Das finde ich cool. Und noch ein Lämpchen davor vielleicht. So. Und wir können allgemein hier bei dem Übergang auch noch Lämpchen hin platzieren. Versuche ich dann mal ungefähr einigermaßen gleichmäßig zu machen, so wie es beim Schild ist. So. Schon haben wir hier nochmal einen wunderbaren Übergang, der dann zu dem Gehege führt. Das finde ich cool. Jetzt müssen wir hier diese ganze Geschichte auf jeden Fall noch umbauen ein bisschen. Also wir fahren mal eben hier das Fahrzeug ein bisschen weg. Es muss ja auch weiter weg sein. Ich hoffe mal, das reicht. Ich stelle das Fahrzeug einfach mal hier hin. Hoffe mal, das reicht, wenn das hier steht. Ja. Jetzt seht ihr nämlich, das Tor geht zu. Das war ja vorher so ein bisschen der Fehler, dass es hier zu nah dran stand. Weil das wollen wir ja nicht. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen umgebaut und bin hinbekommen. Ist sehr, sehr gleichmäßig jetzt von den Strichen hier für die Parkplätze. Das gefällt mir. Und es passt auch genau von der Distanz. Jetzt müssen wir jetzt nur hier einigermaßen schön noch gestalten drumherum. Immer gar nicht so einfach, weil diese Wege halt immer teilweise, gerade wenn man Wege kombiniert, die verbuggen halt sehr gerne, wie ihr seht. Also guck mal hier, diese ganzen Ecken und so, die da reinkommen. Da muss man echt aufpassen. So sieht das doch schon ganz cool aus hier. Dann machen wir mal noch ein paar Bäumchen hier weg, damit wir vernünftig arbeiten können. Und glätten hier nochmal ein Stückchen über. So, das können wir gleich auch wieder ein bisschen hügeliger hier machen. Ist ja eigentlich so gewollt, dass es da hinten hügelig wird. Aber wir brauchen halt hier leider gerade ein bisschen mehr Platz als gedacht. Testen jetzt nochmal, ob die Tore sich schließen. Der Parkplatz sieht auf jeden Fall sehr, sehr gleichmäßig aus. Das gefällt mir sehr gut. Okay, das Tor geht zu. Richtig nice. Sehr schön. Wir hatten natürlich hier noch so eine kleine Toilette für Besucher und Mitarbeiter, meinetwegen. Wobei die wahrscheinlich eher in dem Hauptgebäude da wären, die Toiletten. Also für Besucher ist doch so eine kleine Toilette hier, denke ich mal, nicht verkehrt. Die platzieren wir mal hier hin. Sehr gut. Und dann können wir natürlich noch. Gibt es hier irgendein passendes Schild? Visitor Center bringt mir nichts. East Dock, Helipad. Avery. Vielleicht könnten wir auch noch hier ein Helipad oder so unterbringen. Das wäre auch cool. Was gibt es denn hier an Helipads? Ein Ankunftspad? Na, ich glaube, das passt platztechnisch nicht ganz so gut. Könnte man aber überlegen. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nur diese Dinosaurierschilder. Aber ich hoffe, es kommt bald eine Mod raus, die einfach ein paar Deko-Elemente hinzufügt. Denn mega nice. Weil mittlerweile sind ja auch wirklich schon Mods erschienen, die nicht nur Sachen ersetzen, sondern auch Sachen hinzufügen. Und ich hoffe einfach mal darauf, dass so eine richtig schöne große Deko-Mod kommt. Einfach mit optischen Sachen. Das wäre so unglaublich cool. Aber die Modding-Szene wächst und wächst ja momentan. Das ist ziemlich nice. Gibt auch wirklich schon sehr beeindruckende Mods. Jurassic World Evolution. So, das sieht doch schon super aus. Ich würde fast sagen, dass wir mit den Lampen so ein bisschen weiter drumherum bauen. Ich wüsste nämlich nicht, was wir sonst jetzt noch hierhin machen könnten. Sehr schön. Nochmal eine Lampe hin. Ungefähr im gleichen Abstand. Dann vielleicht hier vorne noch eine. Ich mache die auch ungefähr im gleichen Abstand. So, das sieht doch super aus. Ja, oh, sehr nice. Vielleicht können wir hier auch noch irgendwas mit Zäunen oder so machen. Bin ich gerade am Überlegen, dass wir hier vielleicht so einen kleinen. Man kann leider nicht so nah ran an das Gebäude.
Ne, das lassen wir weg. Denke mal, so passt das schon. Jetzt noch hier vorne ein, zwei Lampchen hin. Die Lampen sind hier. Hier vielleicht noch Lampen hin. So, auf die Seite und auf diese Seite. Dann sieht der Parkplatz doch schon sehr, sehr ordentlich aus. Da parken wir gleich noch zwei weitere Fahrzeuge hin oder eins, ich weiß es noch nicht ganz sicher. Und dann sieht das doch schon richtig gut aus. Ist hier nämlich so eine kleine Besucherstation. Hier müssen wir dann auch nochmal gucken, dass wir das nochmal ein bisschen ja, schöner gestalten mit ein paar Büschen oder so. Können wir mal eben schauen. Mal so ein paar Blumen. Machen wir doch mal so ein paar Blumen dahin. Glaube ich ganz cool. Sehr schön, cool. Dahinter wird wahrscheinlich dann auch noch Berg und wieder Bäume und so kommen. Aber ansonsten gefällt mir das schon echt gut. Da geht es dann rein in die Schleuse. Hier geht es ins T-Rex-Gehege. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch die Schleusentor an sich bauen. Und das nochmal raus. Ich werde hier nämlich ein doppelrotes Tor nehmen. Das war hier auch nur so ein kleiner Test eigentlich von mir. Rot, ist es rot? Nee, das ist blau. Das versuchen wir jetzt mal auf der gleichen Höhe ungefähr zu platzieren. Kann man ja auch immer eigentlich nur nach Augenmaß machen, leider. Sieht das schon ganz gut aus. Habe ich, glaube ich, gut getroffen. Und ja, ich mache mal so eine simple Schleuse dahin, denke ich mal. Einfach so und... Es geht nicht? Doch, geht. Ich wollte schon sagen, das wäre ja ganz komisch. Welchen Zaun habe ich denn jetzt hier genommen? Das ist ein anderer Zaun, oder? Ne, das ist der Zaun. Der hat nur nicht diese Elektrodinger. Könnt auch überlegen, hier so einen zwischenzupacken. Ach ne, der sieht ein bisschen komisch dann aus vom Übergang. Ist immer ein bisschen schwierig, die Jurassic World Evolution Zäune mit den anderen zu vereinen. Aber ich nehme, glaube ich, mal den kleineren Zaun hier. Haben wir so ein bisschen Abwechslung drin. Das finde ich cool. Sehr schön. Und hier kommt auf jeden Fall der Zaun dann weg. Ich überlege gerade, ob ich das dann nicht so ein bisschen schräg mache. Luna an einem Dinosaurier? Was? Und hier ein Dinosaurier? Hä? War hier gerade ein Kompi? Den ich nicht gesehen? Oh ja. Oh nein. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Die Kompis sind jetzt hier reingelaufen, weil ja die Fleischfutterspender jetzt hier frei sind. Und der T-Rex ist jetzt hier vorne. Oh nein. Okay, das muss ich dann gleich regeln, Leute. Das liegt jetzt aber nur daran, weil ich halt hier offen habe, das Gehege, und die Kompis dann hier halt noch eine zweite Stelle gesehen haben, wo sie fressen und trinken können. Natürlich jetzt ärgerlich. Na gut, da kümmern wir uns gleich drum. Ich glaube, ich mache das einfach so. Hier bin ich am Überlegen, ob ich das so lasse oder ob ich das auch so schräg einfach mache. Ich glaube, ich mache es auch so schräg. Gleichmäßig. Perfekt. Das sieht doch super aus. Jetzt haben wir hier ein schönes Schleusentor. Da haben wir schon das T-Rex-Schild. Ich hätte gerne noch so ein Warning-Schild. Also das wäre cool. Es fehlen halt wirklich Deko-Elemente. Deko-Elemente wären richtig nice. Wir haben halt echt nur diese Schilder und sowas. Ne, das passt aber, denke ich mal. So lasse ich das erstmal. So, ich stecke jetzt hier gerade nochmal die Gehege neu ab. Ich habe jetzt diesen Zaun hier schon mal verbunden. Das hier wird ja nachher das Triceratops-Gehege. Das heißt, wir müssen den Zaun hier auf jeden Fall so ein bisschen in diese Richtung in den Wald lenken. Da wird es dann später abgehen. Ich denke mal, wir können eigentlich auch einfach, das ist, glaube ich, die beste Lösung, wenn wir hier vorne das Ganze einfach Richtung Parkrand führen. Dann brauchen wir nämlich nicht alles abstecken, weil der Parkrand, der funktioniert ja auch als natürliche Begrenzung. Zumindest in den meisten Stellen. Manchmal kommt es vor, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Aber an sich ist das doch schon ganz cool so. Vorne können wir nochmal so einen Zwischenbalken machen, würde ich fast sagen. Sieht das ein bisschen realistischer aus. Wo ein. Genau, weil da trennt sich das Ganze. Hier werden dann gleich nochmal ein paar Bäume hinkommen. Ein bisschen Gestaltung. Ah, das sieht doch schon richtig nice jetzt hier aus. Hier müssen wir noch das Ganze verbinden. Von der Gehegeform jetzt her. Immer noch ein Stück weiter und einfach so. So, ich denke mal, den Rückweg werde ich auf jeden Fall hier ungefähr auf dieser Höhe langlaufen lassen. Weil hier will ich die Baumreihe noch so ein bisschen zu Ende führen. Damit das so ein bisschen getarnt ist, glaube ich, der Rückweg. Aber ich glaube, so ein bisschen auf dem Berg ist gar nicht so verkehrt. Müssen mal schauen, wie das dann von der
Anhebung oder Erhöhung so sein muss. Ziehen wir hier das Stück einfach ein bisschen länger, damit wir das gleich sehen. Und hier müssen wir dann irgendwann um die Kurve oder sowas. Denke ich mal. Irgendwie so. Ja, wir müssen aber auch noch schauen, dass wir das hier hinbekommen. Also machen wir hier, denke ich mal, doch eine Doppelzaun hin. Ich weiß jetzt nicht, wie das gleich optisch aussieht. Oh, das geht aber. Das ist in Ordnung. Machen wir hier vorne hin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir später mit hier um die Kurve machen. Weil hier wird dann das Schleusentor reinkommen. Werde ich jetzt gleich mal bauen. So oben werden wir auch nicht nochmal so eine Station oder sowas bauen. Da werden wir einfach ein simples Schleusentor machen. Ist ja auch nur der Rückweg. Also ist das, denke ich mal, schon völlig in Ordnung. Abglätten und so können wir das ja gleich noch alles, also von der Höhe anpassen. Weil der Berg natürlich jetzt noch sehr, sehr unförmig ist. Hier vorne ist übrigens auch noch alles relativ unfertig, ne? Wir haben noch hier ziemlich viel zu tun, was Gestaltung angeht. Vielleicht kommt ja noch in der Zeit irgendeine coole Deko-Mod raus. Das wäre mega cool. Dann könnten wir... Ach nö, jetzt ist das Ding wieder weg. Dann hätten wir auf jeden Fall mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Also das nervt hier auch tierisch, wirklich. Ich weiß, ich habe mich schon 100 Mal darüber aufgeregt, aber ich kann mich jedes Mal wieder darüber aufregen, dass das einfach verschwindet. Es ist halt einfach unglaublich nervig. Oh, jetzt habe ich wieder Rechtsklick gemacht. oh Mann. Ich glaube, ich mache das Tor hier so auf diese Höhe. Okay, das passt sogar. Perfekt. Hier ungefähr reinkommt. Das ist doch schon ganz cool. So. Ich werde das jetzt erstmal mal hier so lang führen und dann verbinden mit der Strecke. Einfach damit wir wieder ein paar mehr Freiheiten haben. Der Streckenverlauf wird ja eh noch komplett überarbeitet. Wir werden uns nämlich gleich hier an das Triceratops-Gehege an sich machen. Aber die Schleuse an der Stelle gefällt mir schon mal ziemlich, ziemlich gut. Können wir mal den Berg so ein bisschen anpassen. Ne, das passt aber. Und hier so schön um die Kurve direkt, wenn man da durchfährt. Das ist doch ganz nice. Jetzt sind die auch auf der gleichen Höhe. Und wir müssen nochmal alles überglätten. Glätten-Tool ist wirklich somit das Wichtigste. Können wir dann gleich noch richtig viele Bäume machen, das Ganze verstecken. Man soll ja zum Beispiel die Rücktour gar nicht sehen. Das heißt, hier vor werden auf jeden Fall später richtig viele Bäume kommen. Oh, falsches Tool. Na gut. Ich habe mir gerade nochmal so ein paar Gedanken gemacht zu dem, was ich jetzt hier vorhatte. Denn ich wollte jetzt eigentlich mit dem Triceratops-Gehege anfangen. Aber das verschiebe ich auf nächste Folge, weil wir haben hier vorne auch noch eine Baustelle. Die wollte ich unbedingt schon seit mehreren Folgen machen. Hier das Tyrannosaurus Rex-Gehege. Denn dieser Bereich ist noch nicht gestaltet. Und ich denke mal, da macht es mehr Sinn, wenn wir jetzt erstmal uns um diesen Bereich kümmern noch. Und in der nächsten Folge in aller Frische fangen wir dann mit der Triceratops-Geschichte an, soweit. Da wir diese Folge wahrscheinlich keinen Dinosaurier mehr freilassen werden, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, euch hier in meinem Jurassic Park zu verewigen. Denn diese drei Ranger-Teams, die hier bereitstehen, um in meinem Park auszuhelfen, brauchen auch noch schöne Namen von euch. Bedenkt bitte immer, dass man pro Fahrzeug einen Fahrer und einen Schützen hat. Deswegen brauchen wir immer zwei Namen pro Fahrzeug sozusagen. Schreibt coole Namensvorschläge. Ihr könnt auch eure eigenen Namen nehmen in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Jurassic Park verewigt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und jetzt würde ich fast sagen, dass wir uns hier mal so ein bisschen an die Arbeit machen. Ich habe ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angemerkt, dass mir das hier so ein bisschen zu viel Wald ist in diesem Gehege. Also man sieht natürlich in dem Film, dass aus dieser Sicht hier, oh, das ist cool, der Rex ist jetzt wirklich hier oben zu sehen, durch den Futterspender, dass hier wirklich alles bewaldet ist, aber das haben wir schon ganz gut hingekriegt eigentlich, ne? Und hier unten, hier geht es ja auch so ein bisschen runter, da will ich es, glaube ich, nicht ganz so bewaldet machen. Also schon noch so ein bisschen, aber nicht ganz so krass. Ich glaube, ich werde hier nämlich das eher so machen, dass wir... Das sieht schon cool hier aus mit diesen ganzen kleinen Bäumen, ne? Schade, dass man diese kleinen Bäume nicht so platzieren kann. Das ist schon nice hier mit den Steinen, das gefällt mir. Aber ich denke mal, ich werde das so machen, dass wir hier am Zaun nachher eher Wald machen. Dass man sozusagen den T-Rex nur hier oben sehen kann. Und hier an dieser Stelle, wo Wasser ist. Und der Rest ist dann relativ bewaldet. Und hier werde ich dann auch ein bisschen Wald weglassen, denke ich mal. Vielleicht können wir hier nochmal so einen coolen großen Baum machen. Müssten wir, glaube ich, den hier entfernen, den großen Felsen nochmal. Natürlich kommt jetzt hier genau der Rex hier an. Das ist auch der Klassiker. Ich wollte jetzt hier eigentlich das Land so ein bisschen anhöhen, Rexy. Und dann kommst du halt mit nach oben. Da muss ja natürlich vorsichtig sein, dass ich hier nicht so viel Wasser entferne. Aber ich mag das immer ganz gerne, wenn dieser große Baum hier
auf einer Erhöhung ist. Ja, der Rex ist natürlich jetzt wirklich richtig doof hier unterwegs. Aber gut. Dann machen wir mal eben was anderes in der Zeit. Glätten hier nochmal so ein bisschen über. Viele von euch haben auch gesagt, dass mit der Klippe, dass es ja so steil runtergeht, das fehlt natürlich hier noch in dem Gehege. Aber das kann man halt nicht machen. Es gibt leider nicht die Möglichkeit, Klippen zu bauen in Jurassic World Evolution. Man kann halt wirklich immer nur so flache Berge, sag ich mal, oder flache Senkungen, Steigungen bauen. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und das ist sehr, sehr schade. Vielleicht kommt dafür ja auch nochmal irgendwann eine Mod. Stellt euch mal eine Mod vor oder ein Update, wo dann Klippen und Wasserfälle und Höhlen und sowas in das Spiel kommen würden. Das wäre auch heftig, ne? Also das will ich richtig feiern. Mega, mega nice. Ich denke mal, hier mache ich mal so ein bisschen über diese Standardbüsche. Die sind nämlich auch ganz cool. Wir können die auch so ein bisschen mixen mit den anderen Mischen. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Damit das nicht schon zu viel hier ist, machen wir hier mal ein bisschen weniger. Muss ja nicht immer so übertreiben. Aber den großen Baum finde ich schon mal gut an dieser Stelle. Wir müssen auch noch überlegen, dass wir später hier den Weg weiterführen. Zumindest so ein Stückchen, dass der dann ausläuft im Gehege. Sagen, dass er irgendwie hier so hinfährt in diese Richtung. Vielleicht immer schwacher wird oder so. Kriegen wir das vielleicht ein bisschen besser vom Übergang her hin. Das ist, denke ich mal, sogar schon fast okay. So sieht das doch ganz gut aus. Dann glätten wir hier nochmal. Rexy, alles wird gut. Du brauchst nicht meckern. Das ist ein wunderschönes, großes Gehege. Kein Grund zu meckern. Ich werde das jetzt auch noch ein bisschen von Bäumen befreien, weil ich weiß, du magst es nicht, wenn es zu sehr bewaldet ist. Aber wir dürfen halt nicht die Optik verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt hier hinter würde ich gerne nochmal so eine schöne Baumreihe eigentlich hinkriegen. Sehr nice. In dem Gehege werde ich auch keine Redwood-Trees machen. Ich denke mal, das wäre auch nicht so passend. Müssen wir auch nicht überall haben. Die haben wir ja schon beim Dilo-Gehege und so. Sehr schön am Rand. Ist, glaube ich, schon ganz cool. Und dann lassen wir hier mal noch ein Stück frei. Wo man dann zumindest von oben den Rexy sehen kann. Dann machen wir hier nochmal so ein bisschen Unebenheiten hin. Glaube ich. Ich will aber auch nicht zu hoch gehen eigentlich. Nur so minimal. Und dann können wir nochmal so ein bisschen mit dem Pinseltool hier überarbeiten, dass das ein bisschen interessanter aussieht. So ein bisschen. Mal so ein bisschen Spuren von Sand da rein in das Gehege. Nur so ganz leicht. Ist mir schon fast zu doll an den meisten Stellen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Den hier können wir mal machen. Dann platzieren wir einfach mal hier in die Mitte. Und dann noch den anderen daneben. Dann sieht das so alleine aus, der Baum. So. Dann hat der T-Rex auch ein bisschen mehr Platz zum sich frei bewegen. Die Filmszene haben wir uns damit auch nicht kaputt gemacht. Also die verändert sich dadurch nicht. Aber das Gehege ist dann auch so ein bisschen offener. Das finde ich ganz gut. Büschchen. So. Ja, das passt doch. Bin ich schon zufrieden mit dem T-Rex-Gehege. Ich habe das jetzt erstmal auf dieser Seite anders geregelt. Ich habe jetzt hier erstmal Wald hingemacht, hier noch so ein paar Büsche, weil ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, was ich hier überhaupt hinbauen möchte später. Weil ich könnte mir vorstellen, dass hier echt noch Wegverbindungen entstehen müssen oder andere Sachen. Weil ihr müsst überlegen, dieser ganze Bereich hier vorne, von hier bis hier vorne, der ist noch nicht gestaltet. Weil diese ganzen Ranger-Stationen, die Brutstätten und sowas, die werden alles noch abgerissen. Das ist alles nur vorläufig momentan. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier noch relativ viel Parkanlage hinkommt. Und dann wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir dann später hier noch eine Wegverbindung bauen. Aber das kann ich halt jetzt noch nicht entscheiden. Deswegen denke ich mal, ist es das Beste, wenn wir das erstmal so alles lassen. Beim nächsten Mal fangen wir dann endlich mit dem Triceratops-Gehege an. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal zum Abschluss der Folge einmal in das Tyrannosaurus-Rex-Gehege und gucken mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also das hier mit dem Übergang und der Schleuse gefällt mir schon mal richtig gut. Und auch das Gehege sieht cool aus.
Das ist doch ganz nett gestaltet hier, oder? Mir gefällt's. Ich frage mich gerade, ob man da irgendwie hochkommt zum T-Rex. Wahrscheinlich eher, wenn man so am Rand lang fährt. Weil ich habe ja eigentlich fast alles bewaldet bis da oben hin. Aber hier am Rand sollte es kein Problem sein. Machen wir nochmal den Rexy ärgern. Wo steckst du, Rexy? Ist auch nicht hier? Okay, ich glaube, Rexy versteckt sich vor uns. Oder schläft er irgendwo im Wald? Ich schau mal ganz kurz nach, Leute. Und jetzt ist er da oben. Wie frech. Du willst mich doch verarschen. Da fahren wir jetzt noch ganz schnell hin. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, der hat mich richtig ausgetrickst, der Rexy. Da gibt's Gummi. Liebes Ranger-Team. Denkt auf jeden Fall an die Namensvorschläge für die Ranger-Teams. So. Ne. Da ist er, okay. Wir haben ihn zu Gesicht bekommen, Leute. Haben wir nochmal Glück gehabt. Er will aber gerade wieder verschwinden. Dafür schießen wir ihn jetzt ab. Ja, da kannst du brüllen, wie du willst. Du kriegst jetzt eine Leuchtkugel ab, mein Junge. King Rexy. Okay. Ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge dann gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch sehr viel Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr coole Ideen und Verbesserungsvorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Samstag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.